Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge F1 2021 Breaking Point. Klar, natürlich, ich meinte MyTeam-Karriere, ne? Wenn ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, solltet ihr das unbedingt mal machen. Da sind wir in Aserbaidschan gefahren, da haben wir wieder einen Podiumsplatz erzielen können. Und jetzt weißt du erstmal wieder ein paar Aktivitäten zu. Was können wir hier machen? Das und das ist auch ganz gut, die Zeit dann genutzt mit ein paar Aktivitäten. So, wir haben 1,49 Millionen, wenn ich das richtig, nee, 1,46 Millionen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, so ungefähr sowas. Da haben wir aber noch ein bisschen zu wenig Geld für sowas. Dann müssen wir noch ein bisschen warten. Vielleicht können wir was verbessern hier. Oh, da können wir, ist was angekommen. Was am Chassis? Können wir noch was machen? Nee, wir haben nur 203 Ressourcenpunkte. Da wird leider nichts. Schade, auf jeden Fall, dass nicht hier unsere Upgrades, die noch ankommen sollen. Wir sind momentan wieder vor Alpha Tauri und hinter Alpine. Oh, unsere Komponenten sehen schon einigermaßen ziemlich abgenutzt aus. Vor allem hier Turbolader, Verbrennungsmotor und MGUH oder K oder sowas. Getriebe sieht aber noch gut aus. Und vor dem Qualifying müssen wir nochmal die Komponenten austauschen. Ne? So, spulen wir die Zeit vor. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Ja, sehr schön, ne? Springen wir sofort ins Rennwochenende zum Qualifying. So, da wären wir wieder in unsere zentrale Fahrerlager. Gucken wir uns erstmal den Wetterbericht an. Vielleicht regnet es, vielleicht auch nicht. So wie es aussieht, soll es nicht regnen da. Am Ende des Rennens soll es vielleicht regnen und springen wir sofort ins Qualifying. So, da wären wir. Auf der Strecke mal wieder. Wir sind jetzt in die letzten Kurven, gehen wir World of Champions noch nicht berühren. Und dann starten wir unsere erste fliegende Runde hier in Q1. Wir starten mit den, also in Q1 starten wir jetzt mit den Medium-Reifen. Damit wir mehr Soft-Sätze im Qualifying haben und im Rennen vielleicht noch. Weil ich will im Rennen vielleicht eine Strategie machen mit Soft, Medium, Soft und dann wäre sinnvoll, einen Softsatz komplett frisch zu haben. Für den dritten Stint, zweiten Stint, so. Nach dem Boxenstopp. So, der erste Sektor sah bis jetzt ganz gut aus, dafür, dass wir auf Medium-Reifen hier unterwegs sind. Carlos Sainz, schnellste Runde, 1,89. Sieht ganz gut aus von ihm, aber ich glaube, die Zeit werden wir nicht toppen können. Dazu sind wir noch zu schlecht. In unserem Auto hier. So, hier nochmal World of Champions nicht mehr berühren. Valtteri Bottas, schnellste Runde. Wo kommen wir hin? Auf Platz 4 kommen wir hin. Ah, die Runde sah gut aus, aber die könnte wesentlich besser gehen. Wir fahren noch eine Runde. So, die Runde sah um einiges besser aus. Hier die letzte Schikane nochmal gut mitnehmen und dann sollten wir auf Platz 6 sein ungefähr. Nein, wir kommen nicht weiter hoch als Platz 8 nur. Eieieiei. Dann. Ich habe mich entschieden, nochmal mit den Softreifen rauszufahren, weil ihr seht ja schon, ne? Wir sind nur 15. Und lassen wir dich immer vorbei. Oh, jetzt bedrängen wir so ein bisschen Latifi oder wer das ist. Oder Russell, ne? Ah, egal. Kann man nichts machen. Den lassen wir vorbei. Russell war das. Den lassen wir vorbei. Lundgaard ist auf Platz 17. Ich glaube, Lundgaard ist sogar hinter uns, glaube ich, gerade. Ja, ist ja gerade vorbeigefahren. Habe ich mir schon gedacht. So, ihn lassen wir auch vorbeiziehen. So, wir haben noch 30 Sekunden. Und wir haben keinen DRS. Also unser DRS-Flügel ist kaputt. Also der lässt sich nicht öffnen. Egal, probieren wir trotzdem das Beste in der Runde mit den Softreifen. Verbessern werden wir sowieso nur. Nur auf den Geraden werden wir viel Zeit verlieren. So, Reifen sind noch ziemlich kalt. Ich bin gerade ziemlich langsam gefahren in der Runde, weil ich wollte nicht unbedingt mit den Softreifen fahren, aber jetzt haben wir keine andere Wahl. Weil der 16. Platz ist mir einfach zu knapp. Und da kommen noch ein paar über die Start- und Ziellinie. Es hat einen Fehler und wirst den Heckflügel nicht öffnen können. Wir suchen nach einer Lösung. Bleib auf der Strecke.
So, bis jetzt sah die Runde ganz gut aus, aber ihr merkt schon, auf den Geraden hier verlieren wir viel Zeit. Die Schikane haben wir gut mitgenommen. Wall of Champions kam ein bisschen zu nah, finde ich. Und dann sollten wir uns ein bisschen verbessern, aber nicht viel. Aber Runde war gut. Nur DRS hat eben gefehlt, ne? So, Bottas ist erster, Verstappen zweiter, Perez dritter, Hamilton 4. Wo sind wir? Auf Platz 15, ja, das geht noch. Gerade mal eine Sekunde sind wir vom ersten entfernt. Unser Teamkollege auf Platz 17. Mick auf Platz 18. Starke Leistung von ihm im Haas. Kann sie sehen lassen. So, willkommen in Q2 hier. Wir fahren wieder mit dem Medium-Reifen los. Also nicht für die Startaufstellung mit Medium-Reifen, sondern die erste Runde in Q2 mit Medium-Reifen. So, das sah schon mal gut aus. Aber wisst ihr was? Mit dem Medium-Reifen zu starten wäre auch keine schlechte Option, ne? Weil der Strecke, da kann man vielleicht was an einer ein bisschen andere Strategie machen wie die anderen. Da kann man vielleicht zweimal aufs Soft gehen, hintereinander. Wäre nicht so schlecht. Oh, erster lila Sektor von uns. Habe ich nicht mit gerechnet, dass wir sofort einen lila Sektor raushauen. Auch wenn das nur der erste ist. Eine klärschnellste Runde. Auf jeden Fall, das ist hier schon unsere zweite Runde. In Q2, die erste Runde, die war eine 1.9765. Ja, ein bisschen zu langsam, deswegen habe ich mir gedacht, fahren wir doch noch eine Runde mit dem Medium-Reifen und dann fahren wir später nochmal eine Runde auf Soft-Reifen. So, nochmal durch die Schikane hier. Sah gut aus. Du musst es in die Top 10 schaffen, um im Shootout zu starten. So, wohin kommen wir? Auf Platz 10 kommen wir. Alonso konnten überholen mit seinen Soft-Reifen da. So, springen wir in die Box zurück und dann holen wir uns Soft-Reifen. So, die letzten 2,5 Minuten vom Ende. Die Runde sah nochmal richtig gut aus mit Softreifen. Wir verbessern uns um ungefähr 0,7 Sekunden bis jetzt. Also das ist schon eine gute Runde gewesen. DRS geht nochmal auf. Jetzt nochmal richtig gut die Schikane hier mitnehmen und da sollten wir unter den Top 10 starten. So, das sah gut aus. DRS nochmal anmachen und dann verbessern wir uns um 7,5 Zehntel. Sehr schön. Das sollte für Q3 reichen. So, und das reicht aber sowas von für Q3. Auf Platz 5 qualifizieren wir uns. Bottas auf 7 und Perez auf 9. Ja gut, wegen dem Medium-Reifen, ne? Raikön ist raus, Vettel, Stroll auch. Alonso ist auch draußen. Bottas ist auf Medium-Reifen, genau, habe ich gerade schon gesagt. Hamilton auf 1, Verstappen auf 2, Norris sogar auf 3. Ja gut, aber Mercedes und der Dings nicht da waren, der Red Bull. So, hier sind wir dann in Q3. Wieder auf Medium-Reifen. Auf den gleichen abgenutzten Medium-Reifen natürlich, ne? Und jetzt beenden wir unsere erste Runde in Q3 mit dem Medium-Reifen. Wir fahren aber noch eine Runde. Den Medium-Reifen in Q3. Weil ich will den Motor so ein bisschen einfahren. Ne? Ich habe von dem Motor gewechselt, ich habe das vorhin nicht gezeigt. Ich habe es nur gesagt. Ich will ihn jetzt so ein bisschen einfahren halt. Ne? So, erster Sektor sah Bombe aus, 0,3 Sekunden. Es werden schon bald sogar 0,4 Sekunden. Das ist schon gut mit dem Medium-Reifen. So, die Haarnadel hier nochmal gut mitnehmen, die ist immer schwierig zu bekommen, finde ich. Und vor allem der Ausgang aus der Haarnadel. Haarnadelkurve, die ist auch ein bisschen schwierig. So, auf jeden Fall, das sah schon mal gut aus. Jetzt geht's im letzten Sektor, Q3, nochmal gleich die Schikane richtig mitnehmen. So, probieren wir das nochmal hier. Sah gut aus. Ein bisschen Zeit verloren haben wir aber, im Vergleich zur ersten Runde. Aber wir überholen immerhin Ocon mit seinen Softreifen. So, spuren wir die Zeit ein bisschen vor. Soft-Reifen sind schon ausgewählt. So, lassen wir die mal ein bisschen vorfahren und wir fahren jetzt raus. Los,
So, wir haben noch 1 Minute 17. Dann sollten wir schaffen, ungefähr noch über die Ziellinie zu kommen, bevor die Zeit abläuft. Müssen wir uns halt nur ein bisschen beeilen. So. Wer ist hinter uns? Alonso oder Ocon? Ich weiß nicht, wer hinter uns ist. Ocon, Alonso ist da raus. So, jetzt fangen wir unsere erste Runde an mit Softreifen und auch die letzte. Die Runde muss jetzt sitzen. In der Runde müssen wir jetzt alles geben, weil das Qualifying ist jetzt beendet. Oh, da sind wir ein bisschen zu weit über dem Rasen gefahren. Das wollte ich eigentlich nicht. So, bis jetzt haben wir 0,5 Sekunden. Sogar 0,7 Sekunden verbessern wir uns sogar schon nach der Hanal-Kurve hier. Und mit dem Medium-Reifen die Hanal-Kurve zu erwischen und dann raus zu beschleunigen, das war schon ein bisschen hart. Das war nicht mehr so schön. 0,8 Sekunden sind wir schon. Schaffen wir sogar noch die Sekunde zu brechen. So, die links hier noch mitnehmen. Boah, das war jetzt aber richtig geil. Wir verbessern uns über eine Sekunde. Für was wird das wohl reichen? Oh, das sah gut aus. Platz 7 ungefähr. Platz 8, Platz 7, sowas. Das war mal eine geile Runde, ehrlich. Die war richtig gut. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Hamilton, Norris und Valtteri Bottas. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Ja, auf jeden Fall mal, ne? Platz 7 für uns, sehr schön. Und guckt euch mal den Abstand an zwischen Bottas und Norris oder Verstappen und Bottas und Norris. Das ist ja schon richtig knapp da. Wir haben aber auch nicht viel Abstand gehabt zu Perez. Und Ricardo hatte nicht viel Abstand zu uns. Das ist alles schon alles in einer Dings gewesen. So Rivalitätspunkte Anerkennung. Wir führen momentan in der Rivalität. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Ja, das finde ich auch. Der Meinung bin ich auch. So, auf jeden Fall durch das Training vorhin, was ihr ja nicht gesehen habt, was ich ja für mich gefahren habe, haben wir ein paar Ressourcenpunkte bekommen. Gegen Ende des Rennens soll es übrigens nochmal regnen, ne? Das wollte ich nur nochmal sagen. Haben wir ein paar Ressourcenpunkte bekommen, da können wir vielleicht was gleich verbessern. Am F&E-Baum. Oh, Alpha Tauri hat uns wieder überholt. So, vielleicht hier das am Chassis, das sieht doch ganz gut aus. Für die Motorenhaube. Das machen wir doch mal. Das soll nach Österreich einkommen, aber noch vor England. 22 Tage. So, und dann sollten wir vor Alpine eigentlich sein, wenn alles ankommen sollte von unseren Updates. Vor Alpine sollten wir sein, das sind unsere Upgrades. Eins fürs Motor, Chassis, Aerodynamik und Strapazierfähigkeit. So, wir haben vorhin den Dings getauscht, den Motor. Nur MGUK weiß nicht, ob ich schon wechseln soll, weil na, das ist alles ein bisschen zu knapp. Lassen wir die noch drinnen, mal gucken, ob wir dann auch ein Rennen damit schaffen. Und springen wir sofort ins Rennen. Wieder einmal ist es Zeit für ein Rennen hier in Montreal, der zweitgrößten französischsprachigen Stadt der Welt und der Heimat des Großen Preises von Kanada seit 1978. Auf dem Circuit Gilles Villeneuve, der zu zwei Drittel mit Vollgas gefahren wird, werden wir Höchstgeschwindigkeiten im Bereich von knapp 340 km/h sehen. Hochgeschwindigkeitsschikanen und vor allem die berüchtigte Wall of Champions sorgen potenziell für Gefahr. Außerdem muss beim Überholen in der Haarnadelkurve und in der Zielschikane höllisch aufgepasst werden. Beim heutigen Rennen wird uns Stefan Römer begleiten. Schön, dich zu sehen. Was denkst du über das Rennen und wie sind die Bedingungen auf der Strecke? Die Strecke sieht ziemlich sauber aus, aber ich mache mir Sorgen um die Temperatur. Es ist ziemlich kalt da draußen. Dadurch könnten einige Teams Schwierigkeiten haben, die Reifen im richtigen Betriebsbereich zu halten. Die Autos, die ihre Reifen wirklich stark beanspruchen und dadurch mehr Wärme erzeugen, werden weniger Probleme bekommen. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position und Lando Norris steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Bottas, Verstappen,
Charles Leclerc und Perez. Der Professor, Ricardo, Sainz und Esteban Ocon. Gasly, Fernando Alonso, Lance Stroll und Vettel. Tsunoda, Raikkonen, Christian Lundgaard und Mick Schumacher. Giovinazzi, Russell, Mazepin und Nicolas Latifi. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Im letzten Rennen haben wir Punkte geholt. Strengen wir uns an, damit es so weitergeht. Ja, auf jeden Fall. Das ist unser größtes Ziel, Punkte wieder zu holen, ne? Vor allem für die Weltmeisterschaft. Ne? Wir wollen ja die Weltmeisterschaft hier gewinnen. Wir sind momentan Führer der Weltmeisterschaft. Erster momentan. Mit sogar einem bequemen Vorsprung vor Hamilton, glaube ich, oder vor Verstappen. So, das ist unsere Rennstrategie. Oh, die müssen wir bearbeiten. Die gefällt mir nicht so ganz, finde ich. Könnte besser sein, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, das habe ich gemacht jetzt. Soft, Medium, Soft. Alternativ Soft, Medium, Medium. Benzin nehmen wir ein bisschen weniger mit, das so viel brauchen wir nicht. So, und dann würde ich sagen, gehen wir mal sofort in den Start. Und beißen wir mal die Hunde. Na, wir wollen ja schließlich gewinnen. Und fangen wir mal an. So, dann kommen auch schon die 5 roten Lichter. Und es geht auch schon los. Hoffentlich guter Start von uns. Der sah gut aus. Perez auf Medium. Da sollten wir vorbeikommen jetzt. Da sollten wir jetzt unbedingt vorbeikommen. Bottas ist auch auf Medium ja gewesen, ne? Der vor uns gerade ist. Komm, Verstappen müssen wir bekommen. Verstappen müssen wir jetzt bekommen. Sonst kriegen wir ihn nicht mehr. Wenn wir ihn am Start nicht erwischen, dann kriegen wir ihn gar nicht mehr. So, hier nochmal nebensetzen. Das sah gut aus. So kann ich das sehen lassen. So, und dann, wer ist der Nächste? Norris, Bottas, einer von beiden ist der Nächste. So, innen rein, hier, nein, Norris macht uns den Weg zu, aber Gott sei Dank bekommen wir ein bisschen Windschatten hier auf der Gerade. Da können wir gleich attackieren in die nächste Kurve, später bremsen als er. Ja, das funktioniert auch so halbwegs. Ah, da müssen wir ein bisschen über die Strecke verlassen, aber Gott sei Dank gab es keine Strafe oder eine Verwarnung. Da kommt Norris wieder. Oh nein, was macht er denn da? Was für ein Arsch, richtiger Arsch, du. Egal, Windschatten bekommen wir wieder, ERS geht nochmal natürlich auf hier und dann können wir wieder vorbeiziehen hier. So, dadurch haben wir jetzt viel Zeit zu Bottas verloren, die wir nicht mehr so schnell aufholen werden. Oh, Norris geht in die Box. Hamilton schnellste Runde. Da kommt Verstappen, er will angreifen. So, wir stechen ihn wieder innen rein. Switchback, hoffentlich nicht, Gott sei Dank. Wir bleiben vorne. Platz 3 für uns. So, wir sind jetzt in Runde 3. Oh, erster lila Sektor, wow. Nicht, dass wir noch eine schnellste Runde gleich fahren. Der zweite Sektor sah auch ganz gut aus. Jetzt nochmal hier in der Schikane gut vorbeikommen, durchkommen und dann könnte das vielleicht die schnellste Runde werden. Ah, oh, schade leider nicht. Aber Verstappen fährt die schnellste Runde. Und er ist genau hinter uns. Oh, scheiße, das kann auch schwierig werden, das Rennen hier. Aber die Pace ist auf jeden Fall da. Da kommt Verstappen wieder. Wir verteidigen außen. Oh. Wir bleiben vorerst noch vorne. Aber mal gucken, wie lange noch. Nach vorne sind schon 5,5 Sekunden zu Bottas. Okay, es scheint ein mechanischer Fehler zu sein. Tut uns leid, aber du musst an einer sicheren Stelle anhalten und ausschalten. Nein, das geht nicht. Ich will nicht ausschalten. Carlos, der Professor, gibt das Rennen wegen mechanischen Versagen auf. Nein! Nein, warum das denn? Wir waren doch so gut dabei, ey. Das sind so wichtige Punkte, die uns verloren gehen. Nein! Warum? Ey, nee, ne? Das darf doch jetzt wohl nicht wahr sein. Ey, wir waren so gut dabei, ne? So gut waren wir dabei. Wir sind von 7 gestartet. In der ersten Runde waren wir dann auf P3. Ey, das wäre so geile Punkte für uns gewesen. Oh, scheiße, ey. Mercedes hat gewonnen. Hamilton hat bestimmt gewonnen, ne? Der hat jetzt bestimmt viele Punkte aufgeholt jetzt, weil wir haben 0 Punkte geholt, er hat 25 Punkte, das ist schon eine Menge in der Weltmeisterschaft. Heute wurde einfach alles richtig gemacht und das Ergebnis spricht für sich selbst. Ja, eine
der ausgezeichneten Leistung bei diesem Grand Prix wird es sicher heute Abend beim Mercedes-Team reichlich zu feiern geben und sie haben es sich verdient. Der Führende der Meisterschaft bleibt weiter an der Spitze, aber seine Konkurrenten haben heute am Boden. Also Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Das ist für mich ohne Frage George Russell. Was für eine Leistung. Er kann zu Recht stolz darauf sein, was er heute da draußen vollbracht hat. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Mercedes hat die Führung in der Rangliste übernommen. Auch das Team von McLaren hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Wer vermag schon zu sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Ey, das gibt's doch nicht. In der Konstrukteursmeisterschaft sind wir jetzt auf 4 zurückgefallen. Mercedes macht richtig dicke Punkte. 33 Punkte hinter Mercedes sind wir gerade. Ich glaube, die Konstrukteursmeisterschaft können wir uns jetzt schon absagen. So, Fahrerweltmeisterschaft. Ey, guckt euch mal diesen Abstand an. Wir waren so viele Punkte vor Hamilton, also dafür, dass unser Auto so schlecht ist, ne? Und jetzt sind wir nur noch 2 Punkte hinter Hamilton, ey. Das Rennen hat uns sowas von gekillt, ne? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Schon als Sohn hat Bottas am Ende noch ist er gefahren. Ein bisschen rausgeflogen, ne? Lundgren auf 16, ja, auch nicht große Verbesserung. So, Russell ist Fahrer des Tages geworden von 20 auf 15, okay. Vettel nur auf 11. Schumacher auf 17, aber das ist gut. Alonso auf 10, ja gut, aber ne? Verstappen auf 3. Trotzdem, wir haben so viel Scheiße gemacht jetzt gerade, ne? Hätten wir die Komponente gewechselt, ne? Guck mal da, Rivalitätspunkte, da holte uns der Gast ja auch wieder ein. Anerkennung, Kohle gibt's gar nichts. Ey, das war mal ein beschissenes Rennen, aber sowas von beschissen, ne? So, Aktivität machen wir nächstes Mal. Ey, so viele Punkte haben wir verschwendet, nur wegen dieser scheiß Komponenten, ne? Wisst ihr was, beim nächsten Mal tauschen wir alles sofort aus, das gibt's gar nicht sowas, ne? Das ist scheiße, das ist wirklich... So, egal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, ist kostenlos, ne? Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.